Natürlich wirken sie. Wir sehen, dass der Rubel im freien Fall ist. Die Aktienmärkte in Russland sind, ist der Handel ist ausgesetzt. Natürlich merken wir, die Preise gehen herauf für Rohöl, für andere Stoffe. Sie wirken schon. Die Frage ist, wie lange wirken sie und wie gut wirken sie und was sind die Ziele? Die Sanktionsliteratur sagt typischerweise, Sanktionen wirken nicht. Einerseits deswegen, weil die Preise nach oben gehen und damit die Anreize, die Sanktionen zu unterlaufen, steigen. Und andererseits, weil im Zeitablauf neue Anbieter sich finden, neue Vertriebswege sich finden, sodass Sanktionen umgangen werden können. Im vorliegenden Fall ist aber die Reaktion des Westens so stark und so klar, dass wir sehen, dass Sanktionen wirken. Zunächst einmal müssen wir sehen, wo die strategischen Abhängigkeiten im Handel zu Russland bestehen. Russland ist eine mittlere Volkswirtschaft, gehört nicht zu den Top Ten. Sie ist kleiner als Italien. Und wir in Deutschland importieren weniger als 3% des Gesamtimportvolumens aus Russland. Das ist nicht viel. Allerdings muss man sagen, dass von den 33 Milliarden, die wir importieren, 25 Milliarden mineralische Brennstoffe sind. Das ist also vor allen Dingen Erdgas und Erdöl. Nun ist die Anbieterpalette für Erdöl relativ diversifiziert. Das heißt, wir können relativ einfach auf andere Anbieter umstellen. Bei Erdgas, das leitungsgebunden geliefert wird, ist die Sache wesentlich schwieriger. 50% unserer Erdgasimporte kommen aus Russland. Die zu ersetzen wird nicht sehr einfach. Es gibt natürlich andere Anbieter. Die größten Erdgasproduzenten sind natürlich neben der USA und Russland, Iran, Katar, Kanada. Also wenn sich die politische Situation mit Blick auf Iran entschärfen könnte, dann wäre das natürlich ein Anbieter, den man verwenden könnte. Russland würde durch eine solche Sanktion hart getroffen werden. Das ist keine Frage. Die Frage ist, ob das Unterfangen Putins, die Ukraine vollständig zu erobern, ändern würde. Da habe ich meine Zweifel. Aber ökonomisch verliert Russland schon jeden Tag. Und wenn seine Haupteinnahmequelle versiegen würde, würde das Russland deswegen hart treffen, weil sie keinen Zugriff mehr auf ihre Devisenreserven oder den größten Teil der Devisenreserven haben. Eine der schärfsten Sanktionen war es ja, die Devisenreserven, die bei westlichen Zentralbanken liegen, einzufrieren. Damit hat Russland de facto ganz wenig Devisenreserven und ist darauf angewiesen, dass es Deviseneinnahmen durch den laufenden Handel bekommt. Die Situationen von China und Russland sind nicht miteinander vergleichbar. Russland hat als einen der wichtigsten Absatzmärkte die Europäische Union. China ist wesentlich größer, hat einen wesentlich größeren Binnenmarkt, ist in Kaufkraftparitäten die größte Volkswirtschaft der Erde und hat natürlich eine wesentlich diversifiziertere Außenhandelsstruktur. Eine Sanktionsmöglichkeit, so wie der Westen es im Moment mit Russland macht, wäre bei China ungleich schwerer und würde China wesentlich weniger treffen. Das heißt, während Russland relativ gut sanktioniert werden kann, wäre das bei China sehr, sehr schwer. Im weltweiten Maßstab ist das sehr problematisch. Natürlich werden die Energiepreise steigen, damit steigen Erzeugerpreise, die steigen ja jetzt schon. Und das gilt für viele Produkte, auch die Lebensmittel. Während wir in Europa relativ hohe Lebensmittelsicherheit haben, wird das in Afrika und in den Ländern des globalen Südens wesentlich schlimmer aussehen. Und wir können nicht ausschließen, dass es zu Hungersnöten kommt, zumal die Ukraine einer der größten Getreideproduzenten ist und die Produktion natürlich kriegsbedingt deutlich gesunken ist. Die Frage ist nicht, ob die Europäische Union autark werden soll. Die Vorteile des Außenhandels sind so hoch, dass Autarkiebestrebungen dazu führen würden, dass wir erhebliche Einbußen erleiden würden. Die Frage ist eher, machen wir uns durch Außenhandel strategisch abhängig? Und das tun wir dann, wenn wir in strategisch wichtigen Produktgruppen uns auf wenige Anbieter konzentrieren.
Wir können uns nicht aussuchen, welches Regime die Produzenten von Erdgas und Erdöl haben. Viele davon sind Autarkien oder Diktaturen. Aber wir können dafür sorgen, dass wir nicht von einer Einzelnen abhängig sind, so wie wir das im Falle des Erdgases von Russland gegenwärtig sind. Da muss sich dringend und schnell was ändern. Die längerfristigen Kriegsschäden sind schwer abzuschätzen. Sicher würde sich die Landwirtschaft wieder erholen, aber ein Großteil des Kapitalstocks ist zerstört, ein Großteil der Wohnungen sind zerstört und natürlich sind die Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine nachhaltig gestört. Man sollte nicht unterschätzen, dass neben der Zerstörung von physischen Infrastruktur, Kapital und Wohnraum die psychologische Grundlage für den Austausch und den Handel nachhaltig zerstört worden sind. Putin hat mit seinem Angriffskrieg nicht nur Europa tatsächlich komplett verändert, er hat das Verhältnis zwischen den Nachfolgestaaten der Sowjetunion nachhaltig erschüttert und zerstört. Das wird erhebliche ökonomische Auswirkungen haben.